Hallo Menschen, heute geht es um die gelesenen Bücher in der ersten Hälfte des Monats September. Und es ging gleich mit zwei Büchern los, die mehr oder weniger zusammengehören, nämlich einmal Crow und Grief is the Thing with Feathers, wobei dieses Buch eben den Charakter Crow nimmt und ihn in etwas anderen Kontext stellt. Ich habe zu diesen beiden Büchern ein zusammenfassendes Video gemacht, was diesmal weniger eine Rezension ist als eine Vorstellung. Also in der zitiere ich auch ganz viel aus den Werken, damit ihr ein bisschen ein Gefühl für die Lyrik bekommt. Und mir gefielen prinzipiell beide sehr, sehr gut, weil sie eine bedrückende, teilweise düstere Stimmung haben. Das hier ist auf jeden Fall etwas leichter zu verstehen. Das vermischt sich auch viel mit Prosa. Da haben wir jetzt nicht ganz so viele Metaphern und Dinge, die man jetzt noch irgendwie tief analysieren und interpretieren müsste. Das hier ist etwas verschwurbelter. Da ist alles nicht so deutlich und man muss auf jeden Fall überlegen, was uns der Autor eigentlich sagen will. Aber beide zusammen gefielen mir sehr, sehr gut und lassen sich auch ganz toll so als Paar zusammen lesen. Und wenn ihr ein bisschen eine genauere Vorstellung haben wollt, wie das klingt, dann könnt ihr nochmal in das andere Video schauen. Es ging dann in eine ganz andere Richtung weiter, nämlich mit Roboterträume von Isaac Asimov. Eine Kurzgeschichtensammlung, die mir sehr gut gefiel. Und ich glaube langsam, das könnte vielleicht so ein bisschen mein Ding sein, Science-Fiction-Kurzgeschichten, denn ansonsten hatte ich mit der kurzen Form, gerade so in der Gegenwartsliteratur, nicht so gute Erfahrungen gemacht. Die Geschichten lassen mich oft kalt, aber hier ist so oft eine ganz, ganz tolle Idee drin, dass mich das halt wirklich so für die Dauer einer Kurzgeschichte ganz, ganz toll unterhält. Und hier haben wir wirklich inhaltlich in jegliche Richtung etwas. Also natürlich Roboter, wir haben Raumfahrten, wir haben Aliens, wir haben Menschen, die sich so weit entwickelt haben, dass sie eigentlich nur noch Psyche sind und gar keine Materie mehr. Wir haben selbstfahrende Autos und, und. Sowieso habe ich das Gefühl, dass das vor allem nochmal für die Entstehungszeit wirklich innovativ war. Also das ist so zwischen 47 und Ende der 80er erschienen. Und da sind so viele Ideen drin, die mich, glaube ich, damals gedanklich wirklich erschüttert hätten. Und so gerne ich auch aktuell immer noch Science Fiction lese, wirklich, das ist ja, wenn ich Genre-Literatur lese, mein liebstes Genre, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so innovativ sind. Ich meine, es könnte auch daran liegen, dass ich, wie gesagt, zum Großteil eben Gegenwartsliteratur lese. Das heißt, nicht alle Bereiche der Science Fiction so tief kenne wie ein absoluter Sci-Fi-Nerd. Aber ich hatte in Science Fiction wirklich schon lange keinen sogenannten Brainfuck mehr. Eine Idee, bei der ich das Gefühl habe, das hätte ich mir nie allein ausdenken oder vorstellen können. Das ist so eine großartige Sache, die ganz anders ist als unsere aktuelle Gegenwart, sondern fortgeschritten, innovativ und so weiter und so fort. Und das gefiel mir hier dran sehr gut. Außerdem wird es an manchen Stellen regelrecht amüsant schon so ein bisschen. Zum Beispiel gibt es auch eine Geschichte, in der die Menschheit eben auch so weit, man will gar nicht fortgeschritten sagen, aber schon irgendwie halt sich entwickelt hat und von PCs abhängig ist, dass ein Mensch, der plötzlich auf dem Papier addiert, das absolute Wunderkind ist und sich die Leute das überhaupt nicht vorstellen können. Die glauben, das ist einfach nur eine abgekartete Sache. Das kann doch gar nicht sein, denn wie soll man denn ohne Rechner rechnen können? Und das war halt so ein interessanter Aspekt, weil während in unserer Welt aktuell ja doch eher das Ganze immer noch auf eine fortschreitende Computerisierung hinarbeitet, ist es hier halt plötzlich ganz, ganz fortschrittlich, plötzlich auf den Menschen zu setzen. Also die Leute haben jetzt die Idee, mein Gott, man könnte ja auch Menschen in Raketen setzen, das ist ja großartig, unsere Zukunft ist golden, weil wir jetzt mehr auf den Menschen setzen. Und mein Lieblingssatz aus dieser ganzen Geschichte war so ein ganz aufgeregtes: Ich dürfte Ihnen eigentlich noch nichts davon erzählen, aber wir haben bald einen Durchbruch an der Quadratwurzelfront. Und das konnte mich sehr gut unterhalten. Allgemein gefiel es mir also auch wirklich gut. Das konnte ich vom nächsten leider nicht so richtig behaupten. Es handelt sich um Betty Blue, 37,2 Grad am Morgen von Philippe Djian, möglicherweise Franzose. Dieses Buch kaufte ich mir 2012 und ich wusste inzwischen gar nicht mehr wirklich, um was es eigentlich geht, habe das auch bewusst so gelassen, denn das hat man ja inzwischen eigentlich ganz selten, dass man mal noch ein Buch liest, bei dem man sich überraschen lässt. Insofern fand ich das eigentlich sogar ganz gut, obwohl ich natürlich Bücher eigentlich nicht so lange bei mir herumstehen haben möchte. Auf jeden Fall hat es mich leider ziemlich kalt gelassen. Wir haben hier einen Ich-Erzähler, der am Anfang des Buches halt so Betty kennenlernt und auch recht schnell mit ihr zusammenzieht. Also sie zieht bei ihm ein und im Großen und Ganzen leben die so ein bisschen ein Lotterleben. Also er arbeitet zwar manchmal ein bisschen, aber zum Großteil geht es halt viel um Alkohol, Zigaretten und Sex. Betty ist dabei auch immer so ein bisschen unzufrieden. Sie will immer raus aus diesem Kaff und da träumt sich dann die schöne Zukunft irgendwo anders. Wobei es natürlich irgendwie immer trotzdem dieselbe Scheiße ist, wenn sie dann wirklich mal an dem anderen Ort angekommen ist.
Und sie reagiert in Abständen absolut überzogen. Also da kann man wirklich keine logische Reaktionskette mehr erkennen. Das ist übertrieben, absolut nicht mehr nachvollziehbar. Außerdem entdeckt sie so ein paar kleine Heftchen unseres Ich-Erzählers, in dem er eigentlich so nur sein Leben und ein paar Beobachtungen aufschrieb. Und sie hält das für den besten Roman aller Zeiten und versteift sich da auch so ein bisschen drauf. Und das ist eigentlich nur der Anfang der Geschichte. Also entwickelt sich dann also noch ein bisschen weiter. Das Ganze ist in einer Alltagssprache geschrieben, die ins Vulgäre tendiert. Also man hat halt ständig so Begriffe wie Bumsen oder Pissen. Auch so zusammengezogene Sachen wie Biste, Blöde oder Haste, mal eine Kippe. Und ich sag mal, wenn ein Buch mir keine schöne Sprache liefern kann, dann muss es irgendetwas anderes haben. Aber auch das habe ich hier leider nicht gefunden. Es gibt direkt ein Zitat vom Autor, der da sagt: Mir geht es nur um Stil und Sprache, weil ich keine Message habe, die ich weitergeben will. Und ich meine, ich verstehe schon, er will ja gar keine gehobene literarische Sprache. Aber die Sprache ist nicht schön und ich kann inhaltlich auch nichts finden, weil der Autor gar nichts inhaltlich drin versteckt hat. Was habe ich dann irgendwie am Ende noch? Also ich hatte leider halt so gar nichts, was ich aus diesem Buch herausnehmen konnte. Zumal das Ganze dann auch noch mit so wunderschönen Beschreibungen von Frauen gespickt ist, die folgendermaßen lauten: Eine Frau, so um die 40, aber bereits auf der Kippe, was auch immer das heißen soll, und frisch vom Friseur, ein echter Drachen mit einer Möse, trocken wie Zwieback. Oder, fast genauso schön, blablabla, dass die Verkäuferin eine Art Höllenhund war, eine Mit-50erin mit Anfällen fliegender Hitze und von Dauerwellen versenkter Stirn, der Schlagfrau, der 2 bis 3 Mal im Laufe eines kotzlangweiligen Lebens gebumst hat und alles daran tut, es wieder zu vergessen. Aber es kommt noch mein absoluter Liebling, der da lautet: Ihre Spalte war wohl geformt und ihre Brust leicht über dem Durchschnitt. Was auch immer das heißen soll. Sein Penis war wohl geformt und sein Hoden leicht über dem Durchschnitt. Ich glaube, in einer Besprechung zum Film, den es auch gibt, den ich mir aber nicht angeschaut habe, hat jemand gesagt, Betty wäre bipolar. Vielleicht. Dazu muss ich aber sagen, dass ich diese Störung in anderen Beschreibungen eigentlich immer ein bisschen anders kennengelernt hatte. Also bei Betty ist es immer so, die hat ihre Ausraster und dann geht sie gut, sehr lange. Und dann hat sie wieder so einen kleinen Ausraster, aber es gibt definitiv, also sie hat eigentlich keine manischen Phasen und sie hat auch keine depressiven Phasen, oder, also gut, später vielleicht schon. Aber ich meine, es ist immer so, der Ausrutscher ist manchmal 10 Sekunden oder maximal 5 Minuten vielleicht, aber es kommt mir nicht so vor, als wäre das wirklich so eine manisch-depressive Störung. Zumal, selbst wenn der Autor das beschreiben wollte, dann ist es ehrlich gesagt meiner Meinung nach nicht gut wiedergegeben, denn es wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Dadurch, dass wir auch immer diesen Blick des Ich-Erzählers haben, wird das Ganze immer so runtergespielt, denn für ihn ist Betty halt einfach ein tolles Mädchen. Das ist übrigens auch so ein Ding, was ich furchtbar finde, wenn erwachsene Frauen immer als Mädchen bezeichnet werden von ihren Liebsten oder was auch immer. Und also die Probleme werden überhaupt nicht besprochen. Also keiner geht da irgendwie drauf ein und insofern war das für mich leider überhaupt nichts. Ich denke, ich werde mal noch abwarten, wie ich American Psycho finde, was ich auch in dieser Ausgabe habe. Und wenn ich den entweder genauso schlecht oder eher so lala finde, dann kommen die beide ehrlich gesagt weg. Hat mir nicht gefallen, hat mir nichts gegeben. Danach lasse ich dann Blaubart von Amelino Tomp, was, Überraschung, eine Nach- bzw. Neuerzählung des Blaubart-Mythos ist. Hier folgen wir eben der jungen Saturnin, ich bin mir mit der Aussprache nicht ganz sicher, die sich um die Untermiete bei einem adligen Don Elemirio in der besten Stadtlage für nur 500 Euro mitten in Paris, ein Stadtpalast mit eigenem Bad und so weiter und so fort, bewirbt. Tatsächlich bekommt sie auch dieses Zimmer und ihr wird eben verboten, die Dunkelkammer des Adligen zu betreten. Sonst kann sie sich eigentlich frei bewegen, er möchte auch gerne mit ihr zusammen essen und so weiter und so fort. Nur dieses eine Zimmer ist ihr eben verboten. Wie immer, meiner Meinung nach, brilliert Amelino Tomp in den Dialogen. Zugegeben, manchmal sind die hier wirklich absurd. Also so würde niemand reden. Es ist nicht realistisch, aber es ist so unterhaltsam, meiner Meinung nach. Ich möchte euch kurz etwas vorlesen. Sie fragt ihn, und wie verbringen sie sonst ihre Zeit? Sie hätte erwartet, dass ihre Taktlosigkeit ihn schockierte. Aber dem war nicht so. Ich bin Spanier, erklärte er. Danach habe ich nicht gefragt. Das ist mein Beruf. Und worin besteht der? Die spanische Würde ist weit über allen anderen erhaben. Ich bin vollzeitwürdig. Das finde ich so einen tollen Ausdruck. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich so redet, aber es gefiel mir wirklich, wirklich gut. Und um euch nur
eine andere Formulierung nochmal vorzulesen, die lautet: Unterläuft es Ihnen gelegentlich, dass Sie die Wünsche anderer zur Kenntnis nehmen? Was ich auch sehr schön formuliert finde. Und eigentlich ist das Einzige, was ich an diesem Buch kritisieren könnte, dass ich höchstwahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr viel drüber nachdenken werde. Also dafür war es definitiv nicht irgendwie tiefsinnig genug oder das Ende irgendwie überraschend. Im Gegenteil, das habe ich vorausgesehen. Aber warum will ich das groß kritisieren, wenn es mich beim Lesen wirklich absolut unterhalten hat? Also ich mag das so sehr, wie ihre Protagonisten miteinander umgehen. Ich meine, ja, die reden nicht wie jeder x-beliebige in der Straßenbahn, aber sehr, sehr witzig und punktiert und teilweise eben boshaft. Und das gefällt mir immer wieder so gut. Also es ist halt wirklich immer so eine was Frisches zwischendurch, was mich eigentlich von vorne bis hinten unterhält. Gefiel mir sehr gut. Danach lasse ich die zweite Volume von Pretty Deadly, wozu ich inhaltlich nicht viel verraten möchte, weil es im Laufe des ersten Bandes doch relativ viele Veränderungen mit den Protagonisten und der Situation gibt, sodass ich euch dann jetzt spoilern würde. Allgemein kann ich sagen, es gefiel mir wieder sehr, sehr, sehr gut, vor allem natürlich von den Zeichnungen. Die sind wieder schön düster, die sind etwas bedrückend. Inhaltlich haben wir eine Verschmelzung von Mythologie und realistischen Elementen. Ich würde sagen, wir befinden uns hier zum Beispiel im Ersten Weltkrieg oder zumindest einem Krieg, der sehr, sehr ähnlich gefochten wurde, so was die Ausrüstung und die Waffen und dergleichen anbetrifft. Und die Zeichnungen sind meiner Meinung nach wirklich innovativ. Wir haben einen sehr interessanten Panelaufbau und zwar wirklich immer wieder, also nicht nur das eine Beispiel, was ich euch jetzt gerade einblende. Es kommt mehrmals vor und selbst normale Seiten, sage ich mal, sind absolut detailliert und großartig gezeichnet. Also ich kenne wenige Comics, die durchweg halt auch so gut gezeichnet sind, dass halt wirklich ständig Hintergründe sind und Faltenwurf und hast du nicht gesehen, irgendwo fehlt immer mal was, aber hier finde ich das ganz, ganz großartig. Das Einzige, was ich hier kritisieren könnte, ist eigentlich, dass es wirklich in Abständen immer mal ein Panel gibt, da kann ich mich hinsetzen, wie ich will. Ich erkenne nicht, was da gerade sein soll. Also es sind oft so Nahaufnahmen, irgendwas, man sieht ein paar Farben, ein paar Formen, aber ich erkenne es nicht, aber das ist halt eigentlich eine winzige Kritik. Also für die Zeichnungen, für die düstere Stimmung kann ich das absolut empfehlen. Und als letztes in der ersten Hälfte des Septembers beendete ich noch die Geschichte von Blue, was ich zuerst bei Bücherwunder hörte und mir dann als Mängelexemplar schnappte. Und hier erfahren wir eben in Ich-Perspektive aus dem Leben der 13-jährigen Blue, die ihren Vater verlor, der sich so in Schulden verstrickt hatte. Und nun lebt sie bei ihrer drogensüchtigen Mutter Daisy, die wirklich furchtbar zu ihr ist. Also da fallen Worte und Beleidigungen, von denen man hofft, dass eigentlich kein Kind sie jemals ertragen muss. Seit dem Tod ihres Vaters spricht Blue eben nicht mehr und klammert sich ganz, ganz verzweifelt an das Buch, was sie noch von ihrem Vater bekommen hat. Allgemein ist es halt wirklich kein glückliches Dasein. Ich möchte euch zwei Zitate dafür geben. Nummer eins lautet: Ich war die Tochter, von der Daisy sich wünschte, sie wäre nie geboren worden. Ich war der Schorf auf ihrem Knie, der hätte abheilen können, wenn sie nur aufgehört hätte, immer wieder daran herumzufummeln, bis das Blut kam. Ich lebte mit Daisy, meinem Buch und der Vorstellung im Hinterkopf, die Welt wäre gut. Ja, Blue, die Welt ist gut. Aber es ist schwer, Hoffnung zu finden, wenn sie sich schon so viele Male versteckt hat. Oder noch ein zweites. Früher war ich nicht traurig, müssen Sie wissen. Ich wurde nicht traurig geboren. Aber irgendwann wurde ich wohl süchtig nach Traurigkeit, fand Trost in ihr, so wie Daisy Trost in den Drogen fand. Sie kroch in meine Gedanken, als hätte eine Schlange ihre Giftzähne in mein Hirn geschlagen. Ich vergaß langsam, wie das Leben ohne dieses Gift gewesen war. Manchmal hilft mir mein Buch, mich zu erinnern, dass ich einmal, wie Dorothy, der Inbegriff von Schönheit gewesen war, die Verkörperung des Glücks, nach dem ich mich sehne. Und dazu kommt noch, dass sie halt einen absoluten Hass auf einen sogenannten James entwickelt, dem sie die Schuld am Tod ihres Vaters gibt. Das Ganze wird außerdem in Retrospektive erzählt und schon im ganz, ganz kurzen Prolog erfahren wir, dass sie das Ganze eigentlich einem Arzt erzählt und dass wohl ein Mord geschehen wird, denn sie sagt da: Ich muss ganz von vorne beginnen, wo alles angefangen hat. Also hören Sie zu. Hören Sie sich die Geschichte an von dem 13-jährigen Mädchen, das einen Mann tötet. Und eine Frau. Und trotzdem bleibt dieses Buch voller Spannung und voller Wendungen, obwohl es eben kein Thriller ist und obwohl man eigentlich vorher, naja, zumindest glaubt zu wissen, was passieren wird. Es ist eher eine Art, naja, Charakterstudie oder eine Aufarbeitung ihrer Gefühlswelt als jetzt irgendwie so ein Actionbuch, was mir natürlich sehr gut gefiel und trotzdem war man halt wirklich beim Lesen immer voller Spannung dabei.
Ich dachte anfangs in Blue so eine gewisse Tendenz zum Autismus zu spüren, weil sie zum Beispiel nicht gern angefasst wird und sie hat eigentlich nie Blickkontakt mit Menschen, ist immer so von den Geräuschen und Eindrücken absolut überfordert. Das Ganze entwickelt sich letztlich anders, war aber trotzdem sehr, sehr interessant. Und die Sprache hat auch eine ganz tolle Mischung, denn zum Großteil würde ich sagen, ist sie sogar sehr direkt. Also es gibt auch so Ausdrücke wie, ich wünsche mir, dass Daisy verreckt. Und dann gibt es aber auch Momente, die sind wirklich überbordend zwischendrin mal. Und auch das gefiel mir sehr, sehr gut. Also zum Beispiel gibt es einen Moment, da sagt sie vorher, ich darf jetzt nicht meinen. Wenn der Damm jetzt bricht, dann kann ich nicht aufhören, dann kommt alles raus. Und dann steht hier unten in einem extra Paragraph quasi, und dann war es soweit. Der Damm barst. Und Ladies und Gentlemen, und insbesondere Sie, Herr Doktor, der Fluss fing nicht einfach so an zu fließen. Es war mehr als das. Er wurde ein reißender Strom, der in den Ozean mündete und ihn zum Brodeln brachte. Wellen meterhoch durchbrachen den Damm, das Wasser färbte sich grau, schmutzige Flaschen, Unrat und Scherben wurden aus der Tiefe emporgespült. Möwen mit öligem Gefieder kreischten über den Wellen, das Wasser schlug gnadenlos gegen meinen Schädel. Die Gischt prickelte auf meinem weichen Hirn wie der weiße Speichel eines tollwütigen Hundes. Ganz tolle Beschreibung meiner Meinung nach. Und das Ganze wird nochmal ein bisschen extra beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das der Debütroman dieser Autorin ist, die übrigens in den Niederlanden geboren wurde, inzwischen aber in den USA lebt und das Ganze dann auch auf Englisch schrieb. Also mir hat es sehr gut gefallen und insofern eine Empfehlung von mir. Das heißt, die erste Hälfte des Monats war zum Großteil sehr gut. Betty Blue fiel so ein bisschen raus für mich, aber das habe ich mir auch vor ein paar Jahren gekauft. Heutzutage hätte ich vielleicht gar nicht mehr zugegriffen. Wer weiß, auf jeden Fall freue ich mich immer auf Kommentare zu den Büchern, die ihr eventuell auch schon gelesen habt, die ich euch jetzt schmackhaft gemacht habe. Und ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.